Hi und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier wieder einschaltest und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Ich bin der Basti und wir schauen uns heute ganz genau einfach mal den Bitcoin-Preis an. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns dann auch nochmal News zu der SEC an, denn der Spot-ETF steht mal wieder vor einer neuen Entscheidung. Wer hätte es gedacht, ja? Gefühlt jede 2, 3 Monate bekommen wir wieder eine Entscheidung, ob das Ganze jetzt hier sich ausspielt und ob der Spot-ETF wirklich zugelassen wird. Das erfährst du bei mir im Video. Deshalb starten wir direkt rein. Let's go. So, also gehen wir direkt rein in die Analyse, schauen uns das Ganze einfach mal an. Und wie ihr schon ganz gut sehen könnt, sind wir genau eigentlich hier auf unseren 19.800 US-Dollar, so wie ich euch das auch gestern schon gesagt habe, hier erstmal nach unten gefallen. Und jetzt wird die Sache nämlich sehr spannend werden, denn wir hatten hier einmal einen Touchpoint, wir hatten hier nochmal einen Touchpoint und nochmal hier. Wenn man das so möchte, ist es jetzt so, dass die 19.800 ein sehr starker Support sind. Ja, wir hatten das jetzt hier in der Vergangenheit gesehen. Am 20. Juni hatten wir einen schönen Bounce, hier auch nochmal einen schönen Bounce. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir hier dann auch noch einen schönen Bounce sehen oder ob wir dann hier das Ganze nicht halten können und hier nach unten fallen. Jetzt habe ich euch hier unten nochmal zwei wichtige Level markiert. Zum einen diese rote Linie. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist diese rote Linie? Das ist unser Point of Control von diesem Move, den wir hier nach unten hatten. Das heißt, Point of Control zeigt uns einfach an, wie viel Volumen an einem Tag wo abgehandelt worden ist und wo das meiste Volumen war. Das heißt, in diesem Bereich hier war einfach das meiste Volumen von diesem Tag und hier waren die Käufer daran interessiert, Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen. Jetzt ist dann immer so, dass Bitcoin meistens immer sehr gerne diese Levels nochmal anläuft und man dann hier wirklich nochmal davon ausgehen kann, dass man einen kleinen Bounce hier sehen könnte, einen schönen Rejection Wick dann hier sieht und dann hier nochmal weiter nach unten geht. Das heißt, wir fallen nach unten, wir sehen nochmal den Retest von den 19.800 von der Neckline und fallen dann hier nach unten ab. Das würde nämlich dann auch perfekt hier zu diesen Adam und Eve Pattern hier passen. So heißt das Ganze nämlich. Und wenn wir uns das nämlich hier mal anschauen, dann seht ihr auch das Ganze. Ja, wir gehen hier steil nach oben, wir werden nochmal abverkauft, wir sehen dann hier so die Eve Kurve hier nach unten und wir sehen dann unser Breakout. Und genau dasselbe Szenario sehen wir eigentlich jetzt hier ganz schön. Ja, und zwar, wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir hier einmal unseren Adam und dann hier an der Stelle unsere leichte Bewegung, ja, dieser leichte Bogen, der sich hier dann ausspielt. Und das könnte wirklich hier dazu führen, dass wir hier runtergehen, unseren 19.200 Dollar antesten, hier den Retest sehen und dann einfach hier nochmal weiter nach unten laufen. Ja, aber man muss auch dazu sagen, man hat jetzt auch wieder gesehen, dass Bitcoin keine Stärke gezeigt hat. Selbst jetzt hier am gestrigen Tag mit dieser 4-Stunden-Candle, wir haben den 13er EMA angetestet, sind dann instant wieder abverkauft worden. Was allerdings sehr interessant war, war folgendes, dass genau diese Bewegung, die ihr hier seht, ja, bedeutet diese Bewegung hier, wo wir nach oben gepusht sind, war genau nach 22 Uhr. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was bei den traditionellen Märkten hier passiert ist, dann seht ihr, dass bei den traditionellen Märkten jetzt Folgendes nämlich passiert ist. Und zwar, wir sind hier komplett den ganzen Tag seitwärts gelaufen und es war dann 22 Uhr. Hier war 22 Uhr. Mit den Märkten ist nichts weiter passiert. Und was ist mit Bitcoin passiert? Dann kam die Bewegung. Hatten kurz dann hier das kleine Fakeout nach oben und hier bin ich dann auch mit meinem Bitbullen in einen wunderschönen Short Trade hier reingegangen und haben sogar Take Profit 2 erreicht. Also das sieht wirklich hier sehr, sehr gut aus. Jetzt sind wir wieder in der Range drin. Jetzt könnt ihr selbst auf dem 15-Minuten-Chart für die Leute, die hier das Daytrading betreiben, ganz kurz sehen, dass wir komplett hier erstmal einen Fake hatten. Und jetzt sind wir wieder in dieser Konsolidierungsphase drin, so wie wir das auch jetzt hier gesehen haben. Und dieser kleine doppelte Boden könnte sich möglicherweise ausspielen für die Daytrader, aber dafür muss jetzt hier wirklich Volumen reinkommen, was im Moment halt nicht der Fall ist. Das heißt, ich bin weiterhin eher bearish gestimmt, dass wir hier nochmal nach unten hin abfallen. Dann schauen wir uns das Ganze auf dem Tageschart an. Wie sieht es hier im Moment aus? Auch hier seht ihr ja das Dead Cat Bounce Szenario, was ich euch gestern gezeigt habe. Sieht fast danach aus, als würde sich das wirklich hier ausspielen. Auch hier haben wir unseren 13er EMA auf dem Daily Chart perfekt wirklich angetestet. Wir sind nicht drüber gekommen. Was war die Folge? 1, 2, 3, 4 Tage in Folge war das einfach hier rot. Ja, und jetzt muss man sich halt wirklich im Klaren sein, wenn wir hier
einen Daily Close unter diesen Tiefs hier haben, also unter den 19.800, würde das nochmal die Bären bestärken und das ganze Ding hier möglicherweise sogar nochmal weiter nach unten hin abverkaufen. Warum ist das der Fall? Ganz einfach, wir laufen jetzt auch langsam auf unsere Inflationszahlen zu von den USA. Wenn wir uns das nämlich mal anschauen und hier einfach mal kurz reingehen und uns die mögliche Inflationszahlen anschauen, die werden ja am 13.07. announced, das heißt in 2 Wochen ist es da schon wieder soweit. Die vorherige waren 8,6%, das seht ihr hier nochmal ganz schön, und die Prognose dafür ist jetzt 8,3%, das heißt, man geht davon aus, dass sich die Inflation verbessert. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, in Deutschland wundersamerweise hat sich diese auch verbessert, aber USA ist dann natürlich ein bisschen ein anderes Pflaster, muss man ganz klar dazu sagen. Jetzt ist es halt dann so um 14.30 Uhr, am 13.07. wird es hier die Informationen geben. Das heißt, wenn ich mir das hier so anschaue, würde es wirklich auch nochmal meiner Meinung nach sehr gut dazu passen, am 13.07., dass wir hier, das ist ja schon in dieser Phase hier, dass wir hier komplett nochmal runtergehen, das Ganze hier retesten und uns dann in dieser Phase aufhalten, dann kommen die Inflationszahlen und wir dann hier möglicherweise nochmal einen Step weiter nach unten rutschen werden. Das heißt, das auf dem Daily Chart einfach mal hier im Auge behalten. Des Weiteren gehen wir dann nochmal kurz rein und zwar auf den Ethereum-Preis. Und bei Ethereum wird die Sache nämlich jetzt dann auch wieder sehr spannend werden. Und zwar auf dem 4-Stunden-Chart seht ihr das schon auch nochmal ganz schön. Ja, wir hatten uns ja hier diese große Widerstandszone eingezeichnet. Das ist jetzt auch der Fall gewesen. Und man muss jetzt hier auch sagen, wir haben hier eigentlich fast dasselbe Spielchen. Ja. Und wenn wir uns hier diese 1046 Dollar hier dann einzeichnen, das ist eigentlich die Neckline dafür von diesem ganzen Ding. Ja, das seht ihr auch nochmal hier ganz schön, dass wir das hier nochmal regetestet haben, hier dann auch nochmal. Das heißt, wenn wir bei Ethereum unter diese 1041 Dollar fallen, dann kann das ganze Ding hier wirklich nochmal sehr stark abfallen Richtung 884 Dollar nach unten. Das heißt, es ist hier unten dieses Tief. Das sollte man mal im Auge behalten und dann kommen wir schon in diese zwei Regionen rein, die ich schon vor längerer Zeit eingezeichnet habe. Das waren hier einmal hier unten, jetzt habe ich das gerade verschoben, Moment kurz. Das waren einmal hier die 705 Dollar bis runter zu 520 Dollar und dann hier unten nochmal der Worst Case, die 285 bis 83 Dollar. Ja, was durchaus passieren könnte, wenn wir einen absoluten Crash nochmal sehen werden. Aber das würde mich sehr gerne mal interessieren. Schreibt es doch mal gerne unten rein in die Kommentare. Wie ist eure Stimmung? Ich merke nämlich zurzeit, dass die Stimmung sehr, sehr angespannt ist. Ist ja aber auch kein Wunder. Ja, klar. Wenn sich hier wieder der Preis negativ entwickelt, ist natürlich jeder angespannt, keine Frage. Aber schreibt es gerne mal unten rein, wie ist im Moment so eure Stimmung, was macht ihr, betreibt ihr Dollar Cost Average, würde mich sehr interessieren. Vor allem auch bei den neuen Zuschauern, die jetzt hier zugucken, wie ist es bei euch? Dollar Cost Average, tradet ihr, schreibt es gerne einfach mal unten rein in die Kommentare. Jetzt aber ein ganz großer Punkt und zwar müssen wir uns jetzt anschauen, was denn jetzt hier am 1. Juli und am 6. Juli passiert. Und zwar, wer hätte es gedacht, es ist mal wieder soweit, ja, Grayscale und Bitwise Bitcoin ist es jetzt im Moment so, dass diese einen Antrag gestellt haben für wieder einen Spot ETF. Ja. Also da wird die Sache wieder sehr spannend. Ich persönlich gehe erstmal weiterhin nicht davon aus, dass die Federal Reserve, dass die SEC hier das ganze Ding genehmigen wird. Warum gehe ich nicht davon aus? Ganz einfach, weil es im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist, so einen Spot-ETF zu launchen. Ja, ihr müsst euch jetzt einfach mal überlegen, die ganze wirtschaftliche Lage, vor fast eine Rezession, also kurz vor einer Rezession, dann weiterhin ist es so, dass wir Lieferengpässe haben, dann Corona spielt auch noch ein großer Punkt mit und so weiter und so fort. Und deshalb gehe ich persönlich jetzt nicht davon aus, dass die SEC jetzt sagt, jo, alles klar, jetzt am 1.7., jetzt sind wir soweit, jetzt lassen wir den Spot-ETF zu. Davon gehe ich erstmal nicht aus. Die Frage ist, was passiert denn, wenn er jetzt doch zugelassen wird? Und davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, aber falls es doch passieren wird, wundersamerweise, was würde denn passieren? Und wenn wir uns das mal hier anschauen könnten, ja, dann würde es mal meiner Meinung nach so gehen, dass der Markt kurzfristig hier sehr stark darauf reagieren wird. Das heißt, wenn dieses Spot ETF kommt, wird es in den kleineren Timeframes so wie so einen kleinen Hype auslösen. Man muss dann aber bedenken, dieser Spot ETF wird wahrscheinlich dann auf die Handelszeiten von Bitcoin einen massiven Einfluss haben. Warum? Weil wir von 15:30 bis 22 Uhr dann diesen Spot ETF handeln können. Das heißt, er wird ganz normal an der Börse dann gehandelt. Und das wird uns dann nochmal mehr
Abhängigkeit von den traditionellen Märkten bieten. Warum ist das dann der Fall? Ganz einfach, weil um 15:30 Uhr erst die Börsen aufmachen und da wird dann erst das notwendige Volumen dann wieder reinkommen. Das heißt, es wird eine komplette Umschichtung eigentlich von der Handelsaktivität bei Bitcoin geben, meiner Meinung nach, weil wir dann wirklich auch nochmal hier ganz schön sehen können, bis 15:30 Uhr passiert eigentlich nicht mehr allzu viel im Bitcoin-Chart. Ja. Immer wenn wir uns das anschauen, selbst auf dem 15-Minuten-Chart, wenn wir dann da mal reingehen und das Kauf- und Verkaufsvolumen uns anschauen, ja, dann seht ihr, dass immer um 15:30 Uhr eigentlich die meisten Volumenausschläge hier reinkommen. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir dann immer so ein bisschen Gedanken mache. Auch auf dem halben Stunden-Chart könnt ihr euch das mal hier anschauen. Ja, immer zwischen 22 und 15:30 Uhr passiert nicht allzu viel. Es ist 15:30 Uhr, zack, Volumen kommt in den Markt. Dann hier genauso, es ist 15:30 Uhr, was passiert? Es kommt Volumen in den Markt bis 22 Uhr. Genau hier dasselbe, es passiert hier nicht viel, es ist 15:30 Uhr, es kommt wieder hier massives Volumen in den Markt. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, hey, wenn wir einen Spot-ETF haben, kann es natürlich positive Auswirkungen haben, aber 15:30 Uhr wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir da immer ja eigentlich unsere Handelsaktivitäten etwas umstellen müssen. Aber schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Würde mich interessieren, was du davon hältst. Dann noch kleine News. Und zwar die Kryptobörse FTX macht ja wieder Schlagzeilen. Und zwar wollen die jetzt Robinhood kaufen. Robinhood, ihr kennt es, hat auch immer mal ein paar negative Schlagzeilen gemacht und so weiter. Wir haben mit diesem Pump and Dump auch von verschiedenen Aktien. Aber gut, sei es drum, jetzt ist es so, Robinhood und FTX, die Übernahmegerüchte, ja, jetzt wird hier natürlich darauf spekuliert, dass FTX jetzt diese Marktphase verwendet, um hier sein Imperium weiterhin auszubauen, wurde jetzt aber noch nicht final bestätigt, deshalb da einfach mal ein bisschen aufpassen. Der Aktienkurs natürlich reagiert krass von Robinhood, sehr spannend, aber ich würde dabei jetzt erstmal aufpassen, so Gerüchte sind sehr schnell gestreut und da sollte man einfach das Ganze weiter verfolgen. Und je nachdem, wenn sich das jetzt hier ankündigen würde, wäre es natürlich schon ein richtiger Hammer. Des Weiteren möchte ich mit euch noch eine Grafik durchgehen. Und zwar, ihr seht schon heute ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, euch macht das Ganze nichts aus. Und zwar seht ihr hier die Akkumulationsphasen und die Akkumulationstrendphasen. Das bedeutet immer, wenn Bitcoin nach unten gefallen ist, gab es die Akkumulation, aber wenn wir auch sehr stark nach oben gestiegen sind. Warum ist das der Fall? Ganz einfach, weil hier die FOMO-Buyer mit reinkommen. Ja, die Leute, oh mein Gott, jetzt verpasse ich was, jetzt kaufe ich lieber nochmal ganz schnell. Und dann sind es meistens dann auch nochmal die All-Time-High-Buyer. Das heißt hier All-Time-High, ja, die Leute kaufen, weil sie denken, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter nach oben. Dann wird das Ganze hier abverkauft. Was aber sehr spannend ist, ist nämlich Folgendes. Und wenn wir uns das nämlich hier mal anschauen, was in den letzten Bärenmarktzyklen passiert ist, dann seht ihr, dass wir hier einen sehr starken Abfall haben. Ja, also diese Punkte werden hier sind sehr, sehr lang gezogen. Ja, das heißt, der Kurs bewegt sich sehr stark nach unten und die Leute akkumulieren, akkumulieren, akkumulieren. Dasselbe haben wir hier gesehen vom November, Dezember bis 2018 und einmal im März bei unserem Corona-Crash. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann seht ihr, dass wir diese Phase des Marktes eigentlich hier fast 3 Monate jetzt haben oder hatten, ja, 2018. Jetzt ist es auch so, jetzt sind wir hier Mai bis Juni, jetzt geht der Juli los. Das heißt, es wäre dann auch hier wieder 3 Monate wie hier 2018. Ja, und wir sehen eigentlich dasselbe Szenario oder dasselbe Verhalten von den Hodlern und von den Käufern, wie wir hier 2018 gesehen haben. Also hier auch nochmal eine sehr spannende Geschichte, wie sich das im Moment hier verhält. Und ja, wenn man danach natürlich geht, kann man sagen, hey, ist jetzt der Boden erreicht? Wäre ich aber sehr vorsichtig mit der Aussage. Mit diesem Chart können wir uns definitiv mal in der nahen Zukunft mal wieder anschauen. Ich fand es aber sehr interessant, weil er wirklich zeigt, wo wird denn viel gehodelt, wo wird viel nachgekauft, ja, in welcher Preisphase. Und das zeigt das Ganze hier sehr gut. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, auf den Abonnieren-Button zu klicken. Das ist ganz wichtig. Du bekommst jeden Tag ein Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du Bock hast, schau auch mal auf unserem kostenlosen Discord-Server vorbei. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, bleib gesund, pass auf dich auf, dein Basti. Ciao, ciao.